Hallo liebe Kirchenkiddies, schön, dass ihr wieder da seid. Wir hoffen natürlich, ihr hattet schöne Ostern. Leider müssen wir weiter online machen, aber wir freuen uns natürlich, dass ihr weiterhin dabei seid. Wir wollen mit euch heute so einen tollen Blumentopf basteln mit einer pflegeleichten Blume, die ihr auch in euren Töpfen habt. Also, was braucht ihr dafür? Ihr braucht den Tontopf in eurer Tüte und natürlich ist diese kleine Pflanze in eurer Tüte. Als erstes braucht ihr die halben Klammern. Die malt ihr bitte an. Entweder ihr malt die erst vorher an und klebt sie dann auf oder ihr klebt sie erst alle auf und malt sie danach an. Ich habe aber gemerkt, ich habe sie danach angemalt. Es ist schwieriger. Es ist, wird schöner, wenn man sie vorher anmalt. Dann könnt ihr natürlich den Blumentopf vorher auch noch anmalen, so wie ihr das möchtet. Und dann klebt ihr die Klammern auf. Entweder mit Flüssigkleber. Der funktioniert auch, aber der braucht ein bisschen länger zum Durchtrocknen. Also da müsst ihr ein bisschen warten, bis alles fest ist. Oder ihr nehmt eine Heißklebepistole, wenn ihr habt Heißkleber. Da aber bitte mit Mama, Papa, Oma, Opa, Geschwister, älteren Geschwistern, wie auch immer, das machen, weil die ist wirklich sehr heiß. Dann kommen da einfach zwei Klebepunkte oben und unten und dann könnt ihr eure Klammern aufkleben, so wie ihr das möchtet. Entweder sie sollen oben ein bisschen abstehen, dann habt ihr unten ein bisschen mehr Fläche oder so ungefähr mittig oder ganz unten, damit oben noch ein kleines Stück rausguckt. Das könnt ihr machen, so wie ihr das wollt, wie euch das gefällt. Dann alle ringsrum ankleben, dann sieht es so aus. Und wie gesagt, anmalen. Entweder vorher, nachher, müsst ihr mal schauen. Wenn ihr euch das zum Beispiel, wenn ihr unten jetzt hier diesen, das noch habt, ne, von dem Tontopf, das seht, entweder ihr malt es noch farbig mit an oder ihr macht, nehmt euch einfach ein Stück Papier und macht euch wie so eine Banderole unten rum, so als Abschluss, klebt es euch noch hin. Das könnt ihr natürlich auch tun, so wie ihr das möchtet. Wenn ihr damit fertig seid, ich mache das nochmal raus, nehmt ihr eure Steine, legt unten ein paar Steine rein, am besten ein paar größere. Ihr könnt natürlich auch gerne noch einen reingehen und sammeln. Dann aus den Töpfchen raus eure Blume. Ihr könnt sie aber auch, wenn ihr wollt, mit Töpfchen reinmachen. Ne? Das ist nicht so, entweder mit Töpfchen oder ohne, das ist eigentlich egal. Und dann die Steine außen rum, damit es gut fixiert ist. Also damit es gut steht, unsere Blume. Und damit man natürlich auch das Töpfchen oder die Erde, je nachdem, wie ihr das gemacht habt, nicht mehr seht. Außenrum. Und schon ist eure Pflanze fertig. Auf dieser, da steht auch noch auf dem Papier, wo die Pflanze drin war, wie ihr die pflegt. Aber wichtig, das Schöne ist an diesen Pflanzen, die sind ganz, ganz pflegeleicht. Also die brauchen ganz, ganz wenig Wasser. Die sind immer schön. Und vielleicht kommt auch mal noch eine Blume raus. Ab und zu passiert das, wenn man sie nicht so übergießt und gut in Ruhe lässt. Viel Spaß beim Basteln. Und Ostersonntag gab es einen Ostergruß für euch. Viele Kinder haben sich einen Ostergruß abgeholt und da war aber leider dieses kleine Büchlein noch nicht drin. Das ist jetzt aber da. Also ihr könnt gern mit euren Gutscheinen bei uns vorbeikommen und dieses schöne Büchlein euch abholen. Und wir sind ja jetzt Großgemeinde Emmauskirchengemeinde. Viele denken, hä, Emmauskirchengemeinde, was ist das? Diese Geschichte steht auch mit in diesem Büchlein drin. Warum Emmaus? Was heißt das eigentlich? Also holt es euch ab. Der Leiter Ostersonntag nicht da war, wir haben auch noch ein paar Bücher über. Also kommt einfach und fragt nach. Wir haben auf jeden Fall noch welche für euch auch dabei. Wenn euch das alles sehr gefällt, euren Eltern oder Großeltern, wie auch immer, und sagen, oh, das ist eine coole Sache, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne noch was spenden. Wir streiten das einfach nochmal unten in die Videobeschreibung mit rein. Und sonst wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Basteln und bis nächste Woche. Tschüss!